Das hier ist eher ein Evergreen. Aber was ein richtiger Hippie ist, der kauft sie immer noch, die flatterigen Indiensachen, in den sanften Naturtönen. Zumindest habe ich einen Blick in Brems Ostertor-Szene, dass die Generation der 68er, der Fuselbärtigen und Hippies noch längst nicht ausgestorben ist. Nach den sanften Peace-and-Love-Rebellen bestimmt jetzt aber brutaleres das Straßenbild. Mit der Punkmusik kam auch die Punkmode bis nach Bremen. Die Ratte gibt es hier noch nicht im Kaufhaus. In Punkerkreisen gelten die Nager inzwischen als Kuscheltiere, werden zu 5 Mark gehandelt und auf der bloßen Haut getragen. Alles Übrige ist längst schon Massenartikel geworden. Stachelarmbänder, Reißverschlüsse, Irokesenhaarschnitt. Neben Punk hat auch die Reggae- und Ska-Musik ihre modischen Spuren im Bremer Stadtbild hinterlassen. Häufiger sind allerdings da schon diejenigen, die den New Wave für sich modifiziert haben. Düsteres Depri-Schwarz ist selbst bei heißestem Sommerwetter angesagt. Dazu kommt der frische, kurze Haarschnitt. Und wer es dann noch schafft, das Ganze auch noch mit dem Lumpenschick zu kombinieren, der darf sich auch nach neuesten Londoner Trendmeldungen als völlig in fühlen. Mit den Sängern Hazy Fantasy kam der Schmuddelschick auch nach Deutschland. Nun soll er in etwas freundlicheren Farben auch die besser betuchten Boutique-Kunden kleiden. Die Industrie hat mal wieder einen Trend kommerzialisiert. Die romantische Verspieltheit der Klamottenmode hat sich in der Inneneinrichtung Bremer Diskotheken nicht durchgesetzt. Kühles, strenges und klares Design überwiegt hier immer noch. Gartenmöbel, Jalousien und Spiegel geben den Rahmen für den jungen Narziss. Dazu teilweise Anklänge an die Nierentischzeit der 50er Jahre. Alles wirkt wie funktionales Industriedesign und dementsprechend kühl. Und noch etwas ist bemerkenswert, vor 22 Uhr braucht man hier gar nicht erst aufzutauchen, da lächelt einen allenfalls die Bedienung an. Der modische Trendsetter geht erst nach Mitternacht auf die Piste.